Leute, wir sind zurück hier bei Stack TV, heute mit einem Q&A. Ihr habt uns reichhaltige Fragen zugesendet rund um den Turnschuh-Kosmos bzw. Asphaltgold-Kosmos. Dann schauen wir mal rein. Filialen in anderen Städten, Hamburg oder Berlin. Johanna, gute Frage. Uns juckt es nach wie vor in den Fingern, auch in einer anderen Stadt nochmal zu eröffnen. Ob es jetzt Hamburg oder Berlin ist, weiß ich nicht genau. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass Asphaltgold auch stationär außerhalb Darmstadt noch präsent sein wird. Wieso habt ihr den Store am Friedensplatz geschlossen? Hatten ja eine Zeit lang überschneidend zwei Läden, genau, die aber einen Steinwurf nur voneinander entfernt waren. Der Laden am Friedensplatz konnte nichts bieten, was der Große nicht bieten kann aus unserer Sicht. Und deswegen haben wir gesagt, ey, lass uns lieber qualitativ vorgehen und entsprechend alle Energie und Power in einen schönen Laden zu betreiben. Der neue Sommerschuh, gute Frage. Diese 2000er Runner von New Balance, die werden wir viel sehen, aber den einen Schuh, den sehe ich jetzt noch nicht für den Sommer. Hoffentlich wird es nicht der Flipflop sein. Wie kommt ihr überhaupt an die ganzen Sneaker ran? Wir haben tatsächlich überall offizielle Verträge mit unseren Partnern. Also Nike, Adidas, New Balance etc. sind alles offizielle Partner und Lieferanten von uns. Und von denen beziehen wir die Schuhe und sind aufgrund, denke ich, ganz guter Arbeit auch weit oben im Tiering geschlüsselt, was bedeutet, dass wir halt auch den heißen Scheiß bekommen. Gibt es einen Restock zum New Balance Protection Pack oder ist es ein Gerücht? Es geht wahrscheinlich darum, dass der 2002er in diesem Deconstructed Look, der wird weiter auf dem 2002er gespielt, aber nicht jetzt 1:1 die Farben von diesem ursprünglichen Protection Pack mit den drei Colorways. Aber das Modell selbst in dieser Art und Weise wird es weitergeben. Daily Driver für 2022. Patrice, freut mich, dass du das Wort aufgreifst. Daily Driver 99 V2 ist aktuell mein Daily Driver in verschiedenen Farben. Finde ich mega geil, super bequem. 550 New Balance ist stark, aber auch weiterhin, glaube ich, bleibt Dunk und Air Force Schuhe, die man viel auf der Straße sehen wird und ja, die auch auf jeden Fall so bequem sind, dass man sie zum Daily Driver machen kann. Wir nehmen Praktikanten, allerdings keine in so einem 14-Tage-Modus oder sowas. Also keine Schülerpraktikanten, sondern nur innerhalb vom Studium, sprich mindestens 6 Monate, oftmals auch 12 Monate. Wird dann bei uns auch auf der Jobseite ausgeschrieben. Von daher einfach mal reinschauen, asphaltgold.com/jobs. Einerseits ist es natürlich schön, vorne im Alphabet zu sein. Mit A ist man immer vorne gelistet bei Shoplistings. Nur die Kollegen aus Fulda haben es noch schlauer gemacht, die haben eine Zahl benutzt. Sneaker Culture ist in New York entstanden, sprich irgendwie aus der Halle, irgendwann auf dem Freiplatz, im Breakdance, im Skateboarden. Irgendwie in der Urbanität. Was findet in der Urbanität statt? Neben Beton auf jeden Fall auch Asphalt. Und Gold, ja, ist einfach was Erstrebenswertes, was Limitiertes. Sprich ein Produkt, was man begehrt, was man haben möchte, für sich erschließen möchte. Und deswegen diese Zusammensetzung. Wie managst du deine Zeit als Unternehmer? Inzwischen kriege ich es ein bisschen besser hin. Bin jetzt auch schon einige Jahre dabei, weil bald 15 ist echt krass. Habe inzwischen so ein super Team um mich rum und ich habe es auch gelernt, langsam irgendwie abzugeben. Die ersten Jahre, ganz im Ernst, habe ich kein Management da gehabt. Es war Monday to Sunday, wirklich 24/7 die ersten 3 Jahre. Ich bin auch noch kein Daddy, von daher aktuell ist hier Asphaltgold noch mein kleines Baby. Bald wieder Insta-Raffles. Absolut. Ich glaube, es gibt immer auch schon wieder welche bei uns aktuell, Justin. Also wir machen weniger Campout aktuell noch wegen Pandemie. Und Insta-Raffles haben wir jetzt schon mit Registrierungsphase. Für mich immer noch White Cement. Finde ich absolut den geilsten Vierer Jordan. Ist zwar keine Collab, sondern eine OG-Variante. Aber gerade die ersten, wirklich dieses weiche Leder mit diesen zementgrauen Akzenten. Hinten natürlich mit Nike Air Logo und nicht mit Jumpman. Ganz wichtig beim Vierer Jordan. Wird es das Track-Halsband auch breiter geben? Was heißt breiter? Also für dich, für dich selbst oder jetzt für deinen Hund? Ich weiß es nicht genau. Es gibt 3 Längen beim Track-Halsband oder 3 Größen so. Und die größte Größe, sprich L, ist auch breiter. Sollte eigentlich für alle was dabei sein. Also auch so einem Franchi passt die Größe M zum Beispiel gut, wenn du so einen haben solltest. Was sind die Zukunftspläne mit Track? Kommt da mehr? Auch gute Frage. Ich hoffe doch, dass da mehr kommt. Wurde jetzt schon oft angeschrieben. Oh, smarte Idee. Endlich macht es mal jemand richtig. Ist wirklich ein Herzensthema. Von daher, wir schauen einfach, was passiert, aber wollen es auf jeden Fall etablieren, haben da riesen Spaß dran und würden uns freuen, dass das Produkt bei euch gut ankommt, dass ihr den Vibe genauso fühlt, wie wir es tun und entsprechend würden wir da super gerne nachlegen.
Kollaboration gab es dann wirklich sehr, 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 sehr viele in der Vergangenheit. Und wenn, muss die auch immer irgendwo Sinn machen. Es muss ein Produkt im Fokus stehen bei einer Brand, welches wir auch für uns irgendwo als Mehrwert sehen. Eine Nike Collab ist nicht ganz so easy. Die Kollegen aus Amsterdam, die Patta, der Vorzeige-Collab-Partner von Nike. Aber ansonsten sind es auch gar nicht so viele Stores, Brands, die bisher mit Nike kollaboriert haben. Wir leider auch noch nicht. Aber ey, man darf weiter träumen, was wir natürlich machen. Just keep up the great work, amazing progress. Dankeschön. Garrison, vielen, vielen Dank. Thank you for that. You are welcome. Wir geben unser Bestes, dass es so gut weitergeht. War jetzt nur ein kleiner Auszug eurer Fragen. Ganz, ganz viele Fragen gingen natürlich um das Thema Raffles, Heat Product. Wann gewinne ich endlich mal bei einem eurer Raffles? Berechtigte Frage. Wir haben jetzt durch unsere App natürlich Bots irgendwie einen Riegel vorgeschoben. Wir geben unser Bestes für Gleichberechtigung von allen Teilnehmern. Kommt natürlich vor, dass auch mal ja, in einem hohen fünfstelligen Bereich Teilnehmer dabei sind. Wir aber in einem kleinen dreistelligen Bereich Schuhe haben. Es gab schon sehr, sehr viele Gewinner. Vielleicht schaut ja auch der ein oder andere Gewinner zu und kommentiert einfach mal drunter. Man kann bei uns gewinnen und ich glaube, über unsere App ist es mehr als fair. Deswegen haben wir da investiert und investieren weiter in diese tolle Plattform. Weiter teilnehmen, es wird klappen früher oder später. Also, bis dahin, nicht vergessen, abonnieren, liken und gerne mal kommentieren. Wir sehen uns. Ciao, ciao.